So, Freunde, neues Format am Start. Wir interviewen Frauen. Straßenumfrage bei VV Dating. Die heutige Frage, was haben wir heute? Wollen Frauen angesprochen werden? Wie heißt ihr überhaupt? Erstmal ganz kurz. Hi, Jasmin. Jasmin, Antonio, hi, freut mich. Sophia. Sophia. Sophia und Jasmin. Mich würde mal interessieren, im Alltag angesprochen werden von einem Mann. Wie findet ihr das? Finde ich eigentlich gar nicht schlecht, aber passiert eher selten. Ich dachte, sie soll reden. Ach so. Nein, ich wollte schon ein bisschen flachsen. Okay, also findest du gut? Ja, also so fände ich jetzt nicht schlecht. Fände ich sogar eher besser als im Club oder an der Bar oder so. Was sagst du dazu? Ja, es kommt immer auf die Art und Weise an, wie man angesprochen wird. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Genau. Also nicht hier, wir wollen ein paar Umfragen machen. Genau. Chapeau, 1-1. Wie? Ah, jetzt kommt wieder der. Kennt ihr den, der hier mit dem Musik? Wie macht man es denn richtig? Das bin ich mal gespannt. Also, wenn ich dich jetzt ansprechen würde, wie würde ich es am besten anstellen? Ja, also freundlich, aber nicht irgendwie so ein 0815-Anmachspruch, ne? Sondern einfach, weiß ich nicht. Also, mein Freund, der hat immer gesagt, wenn ich dich draußen kennengelernt hätte, dann hätte ich gesagt, hi, ich bin der Simon und ich finde dich attraktiv, irgendwie, keine Ahnung, kann ich dich auf einen Drink einladen? So halt. Hey, okay. Ne? So ähnlich mache ich das auch. Genau. Ja, das, okay. Ja, sowas würde mich auch ansprechen und nicht irgendwie, ja, irgend so ein Spruch, den er irgendwie aus dem Internet hat. Okay, oder irgendwas Schmieriges, ne? Ja, nee. Aber passiert das oft, so Sprüche oder was Schmieriges? Würde mich mal interessieren. So, passiert, hey, süß. Ja, passiert eher so, oder halt mal eher so ein Pfeifen oder, also es ist halt immer so ein bisschen. Ja, Pfeifen, so hinterher. Ja, Pfeifen. So. Das machen Männer wirklich? Ja. Aber dann. Dabei machen die sich so unattraktiv dabei. Ja, total. Vor allem, die lassen dich ja vorbei. Also die pfeifen und laufen dann weiter. Das bringt ja gar nichts. Nee. Okay, also deine Antwort hat mir schon richtig gut gefallen. Soll ich dir mal sagen, wie ich Frauen anspreche? Könnt ihr das mal beurteilen? Ist so ähnlich. Also wenn ich dich jetzt sehen würde, du bist sogar auch mein Typ, muss ich sagen. Ich würde dich ansprechen, würde sagen, hey, hab ich gerade gesehen, du gefällst mir voll gut. Ich wollte mal Hallo sagen. Ja, ist nett. Ganz einfach, was sind wir, Jungs. Wie lernst du, oder ich weiß nicht, wie ist das aktuell? Nutzt du Dating-Plattformen? Wie ist das bei dir? Ja, momentan bin ich ein bisschen auf Bumble unterwegs. Oh Gott, Bumble, boah, ja. Nee, das hasse ich. Aber echt, das war jetzt? Nicht meins. Ich hatte Bumble ein paar Wochen, aber wir haben uns nicht begegnet. Nee, sind uns nicht begegnet. Nee, wie heißt du nochmal? Jasmin. Jasmin, ne? Kennst du meinen Namen noch? Antonio, oder? Antonio, ja, cool, gut gemerkt. Bin ich gut, ne? Nicht schlecht. Und Tinder und der ganze andere Kram? Habe ich gelöscht. Insta? Ja. Wird man angeschrieben? Nein. Okay, das heißt, dich müsste ich halt im Alltag kennenlernen? Ja. Okay, also so wie ich es jetzt gemacht habe. Das ist schon mal gut, okay. Okay. Gut, haben wir noch eine Frage für die Damen? Nö, ne? Ja gut, das können wir auch noch machen, wenn sie will. Aber sonst noch Fragen bezüglich? Okay, okay, du bist echt Single, ne? Ja. Ja, Männer, ihr habt's gehört, wenn ihr im Alltag auf Frauen zugeht, steigen eure Chancen extrem. Deswegen, worauf wartet ihr noch? Zeit, das mal zu erlernen. Tragt euch gerne für ein kostenloses Beratungsgespräch ein. Da reden wir mit euch, schmieden einen gemeinsamen Fahrplan und bringen euch bei, wie ihr locker und entspannt im Alltag auf Frauen zugehen könnt, Nummern bekommt und die ersten Dates von tollen Frauen bekommen könnt. Und wir machen jetzt weiter mit dem Video, fragen hier ein paar Mädels noch nach ihrer Meinung. Let's go! Also, wie heißt ihr überhaupt? Hi, ich bin Shailene. Shailene? Ja. Antonio, hi. Sophia. Sophia, ungefähr? Habe ich falsch ausgesprochen? Shailene. Shailene. Wo kommt dein Name her? Aus dem Persischen. Persischen? Lustig, ich habe einen DNA-Test letztens gemacht. Ich bin 15% Perser. Krass. Ja, ja. Der Rest Italiener. Wer ist? Habe ich meine Mutter auch gefragt, was hast du gemacht? Aber darum soll es gar nicht gehen. Erste Frage. Wie findet ihr das, wenn Männer euch im Alltag, wenn ein Mann euch im Alltag anspricht? Eher nett, wenn es nett gemacht ist. Okay. Und nicht aufdringlich. Okay, okay. Was heißt nett? Weil das ist immer so das Stichwort. Ich find's mutig, das heutzutage noch zu machen, weil wir alle so mit dem Kopf in den Handys rumlaufen und wenn sich das jemand traut, finde ich es eigentlich stark. Okay, okay. Ja, also immer noch besser als die Leute, die einen sehen und dann auf Tinder erstmal suchen, ob man die Person gegenüber findet. Dann lieber ansprechen. Also auf Tinder. Ja. Habe ich auch schon mal gesehen. Ja. Sie hat auf jeden Fall ein paar Storys auf Lager hier. Ja. Nutzt du Tinder? Nee. Du? Nee. Seid ihr Single beide? Nein? Es ist kompliziert. Nee, ich. Okay, nee, das frage ich aus persönlichen Gründen. Okay, das hat nicht. Okay, also das heißt, nochmal zurück zum Thema. Also im Alltag ansprechen findet ihr besser als online? Ja, also ich halte eh nichts viel von Dating-Apps. Du hältst nicht viel von der, ich auch nicht. Also ich habe es auch nie ausprobiert, muss man fairerweise sagen. Okay, okay. Aber ich finde es einfach komisch, so Leute anhand von ein paar Fotos und ein paar Sätzen, die sie da reinstellen, zu bewerten. Das ist sehr oberflächlich, ne? Ja, ich finde, da muss auch einfach so ein
persönlicher Vibe rüberkommen. Mhm. Man muss die Person persönlich kennenlernen, eine Aura spüren und ich habe keinen Bock, dann erstmal Zeit im Internet da rein zu investieren, um dann vielleicht ein komisches Date zu haben, wo ich dann auch noch meiner Freundin schreibe, hol mich hier raus. Keine Ahnung. Hast du das schon mal gemacht, dass du ihr geschrieben hast? Nee. Aber ich habe ja auch keine Online-Dating. Okay, stimmt, du nutzt ja kein Online-Dating. Okay, verstehe. Und bei dir genauso. Also wenn ich jetzt jemand im Alltag ansprechen würde? Besser, ne? Definitiv okay, besser. Wie, wenn ich jetzt eine von euch beiden ansprechen wollen würde, wie würde ich das am besten machen? Gibt es da so ein Tutorial? Nicht hinterherlaufen und antippen. Nicht antippen? Ja. Aber was, wenn das man ich aber immer. Läuft? Der muss doch irgendwas genau. machen. Der muss ja irgendwie, ne? Ja. Guck mal, wenn du mit Kopfhörern durch die Stadt läufst und ich denke mir, boah, ist die süß, dann muss ich ja irgendwie mich bemerkbar machen, oder? Ja, genau. Aber nee, was wollte ich sagen? Also nicht hinterherlaufen, antippen, ja, weil? So hektisch hinterherlaufen. Dann kriegt man ein bisschen Angst. Aber sonst? Okay sonst? Eine weite Kurve und dann von vorne. Ey, das sind voll die Pros, Alter. Krass. Das sind voll die Pros. Das war echt voll der Pro-Tipp. Ey, genau so macht man's. Ne, so eine kleine Kurve, ehrlich? Ja. Also ich tippe auch gerne mal an, so wenn die Frauen Kopfhörer tragen. Das ist gar nicht so schlimm, die reagieren auch gut. Also ich glaube ja nichts, ne? Aber diese Kurve ist nicht verkehrt, nicht schlecht. Und dann das Opening, du bist ja die Expertin hier, du darfst auch was sagen. Das Opening dann, also ich mache jetzt die Kurve. Ja, jetzt kommt hier der Typ mit der Musik vorbei. Okay, ich mache jetzt die Kurve. Was sollte ich dann am besten sagen, so zur Begrüßung? Ich weiß nicht genau, was man sagen sollte. Ich kann nur Negativbeispiele nennen. Man merkt schon so eine Tendenz. Was man nicht machen sollte, wenn zwei Leute laufen, beiden sagen, ihr seid beide total mein Typ, wer von beiden möchte. Bist du Dating-Coach? Man sollte sich vielleicht für eine Person entscheiden. Das ist, ihr Name ist nicht umsonst so viel. Ich erzähl dir jetzt mal Sachen, die ich ja nicht gut. Nein, ohne Spaß. Du bist gut. Ja. Das ist gut, das ist richtig. Und einfach nichts Schmieriges. Nicht so, weißt du? Nicht so, ich hey, Baby. Generell, es muss nicht unbedingt irgendwas zu so sagen, oh, du siehst gut aus oder so, sondern irgendwie irgendein cooler Spruch oder so oder irgendwas, was vielleicht so ein bisschen kreativer ist und nicht einfach nur so plump, du siehst gut aus, kann ich mit dir auf ein Date so. Guck mal, ich sag dir, wie ich das machen würde, weil ich bin schon sehr direkt. Ich würde einfach zu dir sagen, ey, du gefällst mir voll gut, ich wollte dich einfach mal ansprechen, hi. Das ist okay, das ist nicht dieses Schmierige. Okay, also approved, super, das freut mich, dann machst du so weiter. Die Kurve? Nee, die Kurve habe ich jetzt. Du schweigst? Ja, okay. Also Antonio übrigens. Wie heißt du? Bella, hi. Bella, freut mich. Antonio? Salome. Sinem. Sinem, freut mich. Antonio. Wie findet ihr es, ich frage dich mal erstmal, weil du warst jetzt am offensten, wie findest du es, wenn ein Mann dich im Alltag anspricht? Ich finde das sehr positiv, weil ich finde, das zeigt halt, dass sich der traut. Und ich habe eigentlich immer, ich bin dann immer sehr nett zu denen, weil ich wertschütze es auch, wenn ich kein Interesse habe, dass der sich bemüht hat. Und oft gebe ich denen dann eine Chance, einfach weil sie es versucht haben. Was sagt ihr dazu? Super. Ja, 100% stimme ich jetzt. 100%, ja? Okay, das heißt, also du verteilst nette Abfuhren, wenn es sein muss, aber du bist immer nett. Ja, aber ich bin ein bisschen der Menschen und ich, im Endeffekt soll nicht so stressig sein, Date. Ja. Ich will mal so einfach probieren und wagen und man kriegt ja nicht, was man nicht versucht im Endeffekt. Stimmt, du bist ja jünger, ne? Ich bin jünger, bei euch ist ja mehr so Insta und Co., ne? Insta und Co., ja. Ja, weil ich glaube, dich würde das so ein bisschen, ich muss so machen, weil die Sonne blendet, dich würde das ein bisschen überfordern, wenn ein Mann dich anspricht, oder? Nee, Alter? Eigentlich nicht, nee. Nee? Okay. Mhm. Dann habe ich dich falsch eingeschätzt. Tja. Also wenn auf dich jemand zukommt, dich anspricht, finde ich es auch gut. Ja. Okay. Doch, finde ich gut. Okay, passiert das denn oft in deinem Alter? Ja. Ja, echt? Ja, das passiert schon ab und zu. Was ne? Guckst du dir an? Ja, nee, ist auf jeden Fall hübsch. Nee. Aber ich denke mir halt so, die jüngere Generation, die ist mehr so auf Insta und Co. Aber ja, was wolltest du sagen? Ja, allein wenn man hier schon rumläuft, wird man doch schon des Öfteren angesprochen. Aber was für Ansprachen? Weil ihr seid ja nicht die Ersten, die ich interviewe. Ich habe heute schon oft gehört, ja, so hinterherpfeifen und so ein Scheiß, so schmieren. Ja, das ist ja nicht ansprechen, das ist ja abwerten. Ja, das meine ich eben. Ne? Also du meinst wirklich so richtig, dass Männer auf dich zukommen? Ja, hi, ich habe dich gesehen. Hammer. Du siehst gut aus. Super. Punkt. Ja, in Düsseldorf, die haben Eier, die Männer. Ja. Ja. So, Freunde, das war unsere Straßenumfrage heute hier in Düsseldorf. Hat Spaß gemacht? Hat Spaß gemacht, oder? War okay. Ja, sie fordert einen immer heraus. Hat aber Spaß gemacht hier mit den Mädels. Ihr wart die Letzten. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wurdet ein bisschen inspiriert. Bis zum nächsten Mal.